Hallo, hallo, Freunde der Sonne, wir sind wieder live. Heute zu Gast habe ich den lieben Simon bei mir und ich bin so happy, dass er bei uns ist, weil heute geht es um das wirklich interessante und spannende Thema, die Kunst des Public Speaking. Ja, und der liebe Simon weiß alles darüber und vieles mehr. Aber gleich vorweg, lieber Simon, bitte stell dich der Community kurz einmal vor. Erzähl deine Personal Story, wie du denn eigentlich dazu gekommen bist, wo du heute bist. Und dann gehen wir deep dive hinein in dein Thema. Ja, guten Abend. Hallo alle zusammen. Liebe Emily, ich freue mich natürlich, dass ich bei dir in der Sendung sein darf. Ja, ist eine große Ehre. Wirklich schön. Nein, meine ich ganz ernst. Wirklich toll. Wir haben das ja von langer Hand geplant. Ja, also das dauert Monate, bis man mit dir mal live sprechen darf. Ja, so begehrt bist du. Ja, wir sprechen heute über Public Speaking. Public Speaking. Ich bin da eigentlich reingekommen durch Zufall. Ich habe vor vielen Jahren mein Unternehmen verkauft und danach haben mich alle gefragt, weil vorher ging es mir nicht so gut. Dann habe ich das Unternehmen aufgebaut, das war sehr erfolgreich, habe dann Exit gemacht, haben mich sehr viele gefragt, wie hast du das gemacht? Wie bist du von da unten nach da oben gekommen und so. Dann habe ich angefangen, das zu erzählen und bin eingeladen worden hier und da und dort bei verschiedenen Vereinen und Veranstaltungen und so und habe das einfach erzählt. Und es hat mir Spaß gemacht, ich habe das gerne erzählt, weil ich gesehen habe, ich kann den Menschen was mitgeben von dem, was ich erlebt habe. Und viele konnten sich mit mir identifizieren, weil ich halt nicht nur über das Tolle gesprochen habe, was ich erlebt habe, sondern eben auch über die schweren Zeiten. Und irgendwann ist dann jemand zu mir gekommen und hat gesagt, ja, Sie machen das sehr toll, Sie sind ein sehr guter Keynote-Speaker. Da habe ich gesagt, was bin ich? Hat er gesagt, ja, ein guter Keynote-Speaker. So, okay, das kann sein, aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Ich habe das Wort nicht gekannt. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so bin ich dann aber danach Stück für Stück einfach noch mehr professionell in diese Branche reingekommen. Ich habe mich dann wirklich professionell aus- und weitergebildet. Ich habe im deutschsprachigen Raum mit Menschen gearbeitet, wie zum Beispiel dem Frank Asmus, wenn der, vielleicht einige kennen, ist wirklich eine der Koryphäen im deutschen Bereich, was das anbelangt. Ich habe aber sogar auch im internationalen Bereich mit Menschen gearbeitet, wie Tony Robbins zum Beispiel. Auch von jemandem wie ihm sehr viel gelernt. Durfte auch direkt mit ihm zusammenarbeiten, dann mit Menschen wie Ed Mylett, auch aus den USA, sehr große bekannte Namen, der steht vor 100.000 Leuten. Und habe einfach gemacht, was ich immer mache, wenn mich etwas wirklich interessiert. Ich bin ganz tief reingegangen. Ja, also ich will dann alles wissen darüber. Und das habe ich in den letzten Jahren wirklich getan. Ich habe den Markt in- und auswendig studiert. Ich habe mich immer weiter verbessert als Keynote-Speaker. Und vor ein paar Jahren, dann vor knapp 3 Jahren, habe ich dann gesagt, weil die Nachfrage immer wieder kam, wo hast du das alles gelernt? Habe ich gesagt, ja, mal da, mal dort, mal hier. Habe ich eine eigene Academy sogar aufgebaut, in der wir Menschen ausbilden, die eben Keynote Speaker werden wollen. Ganz genau, richtig. Und ich darf sagen, das läuft unglaublich gut. Das läuft sehr toll, weil wir wahrscheinlich zu den ersten gehören, die ganz wenig online machen und sehr viel im Live. Der Anteil an der Ausbildung im Bereich Online bei uns ist etwa bei 20% und 80% kommst du einfach zu uns vor Ort, weil ich ganz klar der Meinung bin, das stehe ich 100% dazu, Keynote Speaking, um bezahlt auf eine Bühne zu gehen, kannst du nicht online lernen. Das kann der beste Online-Kurs nicht. Da würde ich gerne mit jedem drüber diskutieren, können wir gerne machen, aber das ist meine Meinung. Also haben wir große Locations mit eigenen Bühnen, Trainingsbühnen, Profibühnen, wo wir das lernen und den Menschen beibringen. So, das ist das, was ich heute mache. Ich selbst auch stehe immer wieder auf bezahlten Bühnen. Ich war gerade vor kurzem auf einer großen Bühne, waren fast 1.000 Leute da. War auch ein ganz tolles Erlebnis. Zumal das in der Stadt war, wo ich geboren bin. Vor vielen, vielen, vielen Jahren einmal. Ja. Und dann da zu Hause auf der Bühne zu stehen, das war ganz toll. Ja, ich glaube, das reicht jetzt mal zu mir, oder? Also. Großartig. Erstmal, lieber Simon, danke für den Überblick, ja, und auch beeindruckend deine History, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Und natürlich habe ich 1.001.000 Fragen an dich, ja. Weil das Thema Public Speaking ist ja auch, wie soll ich sagen, in meiner Bubble ein ganz wichtiges Thema. Ja, ich bin ja auch beim Start. Und wie soll ich sagen, gerade deine Akademie ist ganz oben auf meiner Wunschliste, wie Disneyland Paris, ja, ist jetzt beide auf Platz 1 bei mir.
Also irgendwann werde ich auf jeden Fall bei dir lernen, das weiß ich schon. Aber meine allererste Frage an dich grundsätzlich, ja, zum Thema Public Speaking. Weil du hast ja schon erwähnt, eben, wie soll ich sagen, der Kern oder der Auslöser war halt eben, dass du wirklich deine Story, deine ehrliche Story einfach wirklich vermittelt hast, ja. Und nicht nur über die Highlights gesprochen hast und keine leeren Phrasen. Deswegen für alle da draußen, die jetzt denken, hey, ich möchte auch gerne eben auf öffentlichen Bühnen sprechen, ja, jetzt mal so grundlegend, und dann sprechen wir mal über die ganzen Stufen, weil das ist ja auch interessant, ja, aber dazu kommen wir später. Was ist denn das Allerwichtigste? Weil wir haben die Story, ja, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass die Technik vielleicht auch ganz, ganz wichtig ist, als auch vielleicht die Vorarbeitung, ja, weil vielleicht ist halt auch das Thema Meditation, auch wenn es jetzt nur ein Randthema ist, vielleicht auch ein total wichtiges Thema, um vielleicht in seine Mitte zu kommen, ja, aber wie siehst denn du das? Also schau, ja, ist eine spannende Frage, die du da stellst. Public Speaking ist in den letzten Jahren ein Boom geworden. Ja? Menschen haben gemerkt, oh, man kann damit viel Geld verdienen, und das ist wahr, das kann gute Speaker bekommen 5.000 bis 10.000 Euro, manchmal noch mehr für einen Auftritt von 20, 30 Minuten. Und das klingt natürlich toll. Und dann haben Leute manchmal die Idee und sagen, oh, weißt du was, ich mache das, ich mache ein bisschen Public Speaking, 5.000 oder noch mehr Euro pro Auftritt in 20 Minuten, halben Stunde, das ist ein guter Stundenlohn. Das mache ich jeden Monat ein paar Mal und dann, that's it, das war's. Funktioniert so leider nicht. Wir haben im Dachraum etwa 80.000 bis 100.000 Menschen, die sich Public Speaker nennen. Ja, das doch, sind doch Public Speaker, Keynote Speaker, Redner, was auch immer. Das ist so etwa die geschätzte Zahl, aber das ist ziemlich nah an dem dran. Und von denen ist nur ein kleiner Teil in einer seriösen Redneragentur gelistet. 3, 4, 5%. Und von denen ist nochmal ein Teil, 20, 30%, die regelmäßig gebucht werden und bezahlt werden, um auf Bühnen zu stehen. Also das heißt, der Anteil der Menschen, die wirklich damit gutes Geld verdienen, der ist sehr klein. Und heute gibt es auch immer weniger Menschen, die nur Public Speaking machen, sondern Public Speaking wird heute einfach oft auch genutzt, um als eine Art Marketing für sich selbst zu machen, um damit dann Workshops zu verkaufen, Coachings zu verkaufen oder was auch immer. Und das wird manchmal so ein bisschen negativ gesehen, finde ich überhaupt nicht, weil man kann eigentlich in 20, 30 Minuten eine Expertise ein bisschen aufzeigen. Und wenn das für jemanden spannend ist, kommt er auf dich zu und sagt, das ist interessant, können wir da ein bisschen tiefer gehen? Sagst du, ja klar, aber das kann ich nicht in 20 Minuten machen. Brauche ich einen Tag, zwei Tage, drei Tage oder ein Coaching oder was auch immer. Ja. Jetzt ist aber auch so, Public Speaking ist nichts Neues, Emily. Der erste große Public Speaker der Geschichte hat kurz vor Christus Geburt gelebt. Ich glaube, so um 60 oder 160, bin ich nicht mehr ganz sicher. Das war Cicero. Ja, so einer der ganz großen ersten. Cicero kam in Rom damals aus der Unterschicht und hat es geschafft, durch Reden, gepflegtes, gutes Reden, sich nach oben zu arbeiten. Weil er hat eben die Kommunikation so beherrscht, dass man ihn sich angehört hat, dass das, was er gesagt hat, hat Wirkung erzielt. Und so ist der Mann eigentlich von der Unterschicht in die Oberschicht gekommen in Rom. Und das war damals eine absolute Außergewöhnlichkeit, weil vor 2000 Jahren war es so, bist du in der Unterschicht geboren, bist du in der Unterschicht, da gehörst du hin. Schluss, ja. Mhm. Das kennen wir viele aus vielen Kulturen, diese Kastensysteme. Und er hat es geschafft, durch dieses Public Speaking, wie wir heute sagen würden, sich nach oben zu schaffen. Und er gilt so ein bisschen auch als der Gründer des Public Speaking. Und viele Techniken, die er damals schon genutzt hat, nutzen wir auch heute noch. Ja, es gibt zum Beispiel diese Logos, Pathos, Ethos Technik, wie du deine Rede in drei verschiedene Teile aufteilst. Das ist eine Technik, die ist über 2000 Jahre alt und wir nutzen die heute noch und bringen die unseren Teilnehmern eigentlich bei. Und das funktioniert großartig. Es ist so, wie man eine Pflanze gießt oder einen Baum wächst, das hat sich auch nicht geändert. Er braucht Sonne, er braucht Sauerstoff, er braucht Wasser, er braucht Nährstoffe aus dem Boden. Das war vor 2.000, 3.000 Jahren schon so, ist heute noch so. Und da gilt es für viele Dinge im Public Speaking auch. Und das bedeutet, grundsätzlich kann Public Speaking jeder lernen. Es ist eine Frage der Skills, die du erlernen musst. Jeder kann Public Speaker werden. Du hast jetzt aber konkret gefragt, was braucht es denn dafür? Was ist denn wichtig dafür? Genau, ein paar Dinge sind wichtig. Es hilft, wenn du einen sogenannten Proof of Concept hast. Du sagst jetzt zum Beispiel, du möchtest ins Public Speaking rein. Tja, ich meine, wer dich kennt, weiß, was du auf LinkedIn bewirkt hast und was du da alles gemacht hast. Also,
Das ist nur eine deiner Expertisen. Mit dieser Expertise kannst du nach außen gehen. Du kannst sagen, ja, ich habe das gemacht. Ich war Top Voice 2022. Ja, bei, ich weiß nicht, bald 1 Milliarde Menschen auf LinkedIn, ist das nicht schlecht, ja, wenn man da Top Voice 2022 wird. Allein die Dachländer, glaube ich, haben nicht, ich weiß nicht, 50, 60 Millionen Teilnehmer. Also hast du da etwas erreicht, was speziell ist, was besonders ist. Und du hast ein Fachwissen, ein Know-how. Das hilft enorm. Aus meiner Sicht ist es auch so ein bisschen eine Voraussetzung. Aber du musst es nicht berühmt oder so etwas sein. Du kannst auch 25 Jahre im Vertrieb gearbeitet haben. Da hast du unglaublich viel Wissen. Und jetzt gehst du mit diesem Wissen nach außen. Aber um das abzurunden, Punkt 1, es hilft einfach, wenn du einen sogenannten Proof of Concept hast, also einen Background. Nicht einfach nur sprichst, um zu sprechen. Das nennen wir die Speaker, die sprechen einfach, um zu sprechen. Wir haben mal 2, 3 Bücher gelesen, erzählen jetzt darüber. Ja, gibt es leider auch einige. Ja. Sondern du hast etwas erlebt und du sprichst darüber. Und das spüren die Menschen. Die merken, oh, die Person hat was erlebt. Die Emily hat da Höhen gehabt, da hat sie Tiefen gehabt. Oh, wow, spannend, du nimmst sie mit auf diese Reise. Also ein Proof of Concept hilft. Zweitens, du musst das wollen. Ja, weißt du, ich gehe ja nicht wegen mir auf die Bühne, ich will ja nur was weitergeben, es geht ja nicht um mich und so und ich bin gar nicht so wichtig. Ich sage, Blödsinn. Wer stellt sich denn vor 500 Menschen auf eine erhöhte Bühne, ganz hoch oben und spricht zu allen, wenn er nicht gerne da oben steht? Also, einfach das mal zugeben. Weißt du was, es ist toll, vor 1000 Menschen zu stehen und denen eine Botschaft mitzugeben, die zum Lachen zu bringen, die zum Nachdenken zu bringen. Und wenn du dann merkst, oh, der eine oder andere kommt nachher zu dir und sagt, was du da gesagt hast, fand ich ganz spannend, ich muss über das mal nachdenken. Finde ich großartig. Das muss man aber wollen und man muss dazu stehen, dass man das will. Jetzt kommt das Dritte. Jetzt musst du halt das Handwerk erlernen. Es ist wie eine Art ein Beruf. Ja, für uns ist es klar, wir müssen 2, 3, 4 Jahre lernen für was auch immer. Und dann denken wir, ein 8 Wochen Online-Kurs mit 8 mal 1 Stunde über irgendein Thema und dann sind wir professionelle Keynote-Speaker. Sind wir nicht. Also man muss das Handwerk erlernen. Und erlernen kann das jeder. Oh, ich habe Angst, vor Menschen zu sprechen. Kein Problem, wir können dir die Angst nehmen. Ja, wenn man die Techniken kennt, ich habe vorher erwähnt, wir können vielleicht später mal darauf eingehen, Logos, Pathos, Ethos, das ist so ein Dreiteil, wenn du das weißt, kann dich jemand fragen, könntest du schnell zu dem Thema etwas sagen? Du bist null vorbereitet, du gehst auf die Bühne, stellst dich vorne hin, Logos, Pathos, Ethos und kannst etwas zu einem Thema sprechen. Gib dir viel Sicherheit und das funktioniert. Proof of Concept, also etwas haben, worüber man sprechen kann, eine Expertise, das wirklich wollen, Spaß haben daran und dann muss man es erlernen. Ja, richtig, richtig gut. Ja, danke Simon auf jeden Fall für den Überblick, weil du hast halt auch wirklich so was Entscheidendes gesagt, also mehrere Dinge, ja, ist ja alles magical. So sehe ich das bei dir. Aber grundsätzlich einfach das Thema, ja, jeder kann eben, wie soll ich sagen, das Sprechen erlernen, ja, das auf der Bühne Sprechen erlernen. Und ich möchte einen Aspekt auch noch dazu fügen, weil du hast eben den Aspekt genannt mit der Expertise, ja. Und das ist, wie soll ich sagen, schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade eben in der LinkedIn-Bubble, Employer Branding und so. Weil noch ist es vermehrt so, würde ich jetzt sagen, dass du einen besseren Einblick als ich, dass aber so ungefähr 80% der öffentlichen Redner, egal ob bezahlt oder unbezahlt, doch mehr EPUs sind oder eben Führungskräfte oder CEOs von kleinen KMUs. Ich denke aber, dass das viel, viel mehr werden wird und dass das fast schon normal werden wird, dass eben die Fürsprecher, egal wie die auch immer heißen und egal was für einen Titel die haben, aber wirklich raus müssen in die Welt, damit sie halt auch, wie soll ich sagen, Sicherheit für das eigene Unternehmen schaffen können, als auch eben das Thema Mitarbeitergewinnung, ja, weil das Ding ist halt schon, wir wissen ja, alle Menschen kochen von Menschen und gerade ich bin der Typ, wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich gehe jetzt noch einmal ins Angestelltenverhältnis, würde ich mich zu 100% für eine Führungskraft entscheiden, wo ich das Gefühl habe, hey, okay, mit dem kann ich. Weißt du, was ich meine? Weil der ist vielleicht bodenständig, bei dem kann ich so Sachen sagen wie Euder. Der stört sich nicht dran, weil er vielleicht auch eine einfache Sprache hat und weil er, wie soll ich sagen, auch die gleichen Werte vielleicht vertritt, ja, wie dass man darauf achtet, eben, dass man weder Mensch noch Umwelt schadet und dergleichen, ja. Das weiß aber halt auch nur,
wenn man wirklich in die Öffentlichkeit geht und darüber spricht. Ja, sei es jetzt schriftlich in Postings, aber zumindest halt auch mündlich. Weil das Ding ist, die mündliche Kommunikation, dieses Hören und dieses Sehen, macht halt die echte Authentizität aus. Ja, deswegen sag ich in meinem Bereich, wie soll ich sagen, LinkedIn Personal Branding, wenn die Leute, es gibt halt einen Unterschied zwischen einer echten Personenmarke und Imagepflege. Imagepflege ist, ich tue so als ob, und dann bist du vielleicht tatsächlich groß auf LinkedIn, wirst zu einem Podcast eingeladen und die ganze Fassade bricht ein. Ja, weil man merkt, das ist nicht echt. Ja, anstatt jemand anders, der tatsächlich eine Personenmarke ist, öffentlich spricht, egal ob jetzt im Podcast und in der Bühne, du merkst, ob das echt ist. Ja, also ich würde behaupten, und da bist du der Profi, du weißt das ganz genau, ja, ob das so ist oder nicht, aber ich würde behaupten, dass man das sofort merkt. Da kann man noch so schön und schwallig reden, wenn da drinnen irgendwas nicht stimmt, dann merkst du, da stimmt doch irgendwas nicht. Weißt du, was ich meine? Keine Ahnung, wie siehst du das, Simon? Ja, du hast einen sehr guten Punkt angesprochen. Ja, es klingt vielleicht etwas ausgelutscht, aber diese Authentizität, da hast du 100% recht, Emily. Wenn die nicht da ist, spielt das andere alles gar keine große Rolle. Wobei im Public Speaking nennen wir das nicht unbedingt Authentizität. Wir nennen das eigentlich, im Prinzip geht es hier darum, du musst das Publikum mitnehmen auf deine Reise. Die Menschen müssen da sitzen und müssen dir das Vertrauen schenken, zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt von dir auf dieser Reise führen. Du darfst mich mitnehmen, du hast das Recht, mich zu führen, mich da durch deine Reise, durch dein Leben und deine Erkenntnisse mit zu begleiten. Und das passiert genau dann, wenn die merken, dass das, was du sagst, oder ich sage es, wenn die merken, die spüren das. Weißt du, unser Bewusstsein kann pro Sekunde rund 40 sensorische Informationen verarbeiten. Ja, was ganz schön viel ist, eine Sekunde, der frontale Kortex hier. Ich spreche über Neurowissenschaft und Kommunikation, das sind ja meine beiden Gebiete, die ich zusammenfüge. Und das Unterbewusstsein kann nicht 40 pro Sekunde verarbeiten, sondern Millionen pro Sekunde. Ja, und man weiß nicht, einige Studien sagen 1 Million, andere sagen 8 Millionen, ist auch völlig egal. 1 Million oder 40 ist einfach ein riesengroßer Unterschied. Und das sind eine Ansammlung von ganz vielen kleinen Reaktionen in dir drin, die dich einfach sagen lassen, ja, irgendwie, ich glaube der Emily, ich vertraue dir, ich finde die gut, ich mag die, die kommt irgendwie authentisch rüber. Und dann fängst du an, dich auf die Geschichte einzulassen. Und das ist ein ganz schwerer Prozess. Ich kann ja sagen, warum, weil häufig ein Fehler passiert. Ich erlebe immer wieder Menschen, die sind, wenn du mit denen sprichst, im 1:1, denkst, oh cool, ah, interessant, ah, spannend, oh, lustig, was auch immer. Dann geht sie auf eine Bühne und dann werden sie plötzlich ganz anders. Dann glauben sie, jetzt bin ich auf der Bühne, jetzt muss ich etwas spielen, jetzt muss ich etwas zeigen und darstellen. Und das musst du nicht. Aber das ist, ich weiß das aus eigener Erfahrung, Emily, das ist so, lass mich das Wort sagen, so verflucht schwer, auf der Bühne dich selbst zu sein, dass du genau das lernen musst auf der Bühne. Es ist so schwer, man muss das lernen. Das ist einer dieser Skills, den wir den Leuten beibringen, dass du lernst, auf der Bühne dich selbst zu sein und nicht glaubst, wo ich jetzt auf die Bühne, in dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe, jetzt muss ich etwas spielen, etwas darstellen, jetzt bin ich der Simon Hofer, der viele Klicks hat auf YouTube oder was auch immer, der große Kinos, das kannst du alles weglassen. Wenn du das schaffst, das alles wegzulassen, dein Ego eigentlich neben der Bühne lässt und auf die Bühne kommst und einfach gibst und versuchst, dich zu zeigen, wie du bist, nicht immer einfach ist. Das sind 500 oder 1000 Leute, die du nicht kennst, die dich auch nicht. Und jetzt musst du da offen sein. Nicht einfach. Und das ist die schwerste Hürde. Und wenn du die überwunden hast, dann kannst du mit ein bisschen Storytelling, mit ein bisschen coole Struktur in einer Geschichte, kannst du die Menschen begeistern. Großartig, großartig. Da gibt es noch einen Aspekt, auf den ich eingehen möchte. Und das ist jetzt zum Beispiel das Thema, auch wenn das jetzt nicht das Hauptthema ist, aber ich glaube, das ist wichtig. Und zwar, ich glaube, ein Vorteil könnte sein zum Thema Public Speaking, wenn man sich zum Beispiel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hat. Ja? Weil das Ding ist, wenn man öfters, wie soll ich sagen, in sich hineinschaut und natürlich nicht nur in das Licht, sondern vor allem in die Finsternis. Ja? Und ich nenne es mit Absicht jetzt einmal so, dass dann eben
eben irgendwann einmal der Punkt auftritt, denke ich, hoffe ich, zumindest war das bei mir so, dass einfach diese Selbstakzeptanz da ist, ja. Und wenn die Selbstakzeptanz vom Licht, also auch von der Finsternis da ist, dann funktioniert das viel, viel leichter, ja. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, wo Menschen, die sich damit schon befasst haben, sei es 2 Jahre, sei es 20 Jahre etc. pp., da eben schon ein bisschen einen Vorteil haben, ja. Das heißt nicht, dass sie deswegen alles haben, was es braucht, aber ich glaube, wenn man sich mit dem Thema eben mit dem eigenen Selbst auseinandergesetzt hat, ja, ist es, wie soll ich sagen, ein riesengroßer Vorteil. Und das Zweite, was ich auch noch hineinwerfen möchte, und dann gehe ich wieder zu dir rüber, Simon, ja, ist halt einfach das Thema nicht nur mit der Expertise, was ich vorhin angesprochen habe, sondern mit der eigenen Lebenserfahrung, ja, weil ich glaube halt schon, dass die größte Geschichte oder wie soll ich sagen, der größte Mehrwert für die anderen ist nicht nur das, was man vielleicht beruflich geleistet hat, sondern das, was man halt wirklich erlebt hat und durchgestanden hat. Ja, weil manchmal matcht sich das miteinander, das ist super, aber manchmal halt auch nicht. Und was ich damit sagen möchte, ist, es ist dann egal, ob du jetzt zum Beispiel CHRO bist und nicht über HR redest, aber dafür zum Beispiel einfach über deine eigene Lebenserfahrung redest, weil euch dadurch könnte ein Public Speaker, im HR-Bereich ist, ja auch Mitarbeiter zum Beispiel anziehen, weil der andere sich denkt, hey krass, das habe ich auch erlebt. Oder hey krass, das hätte ich mich nie getraut. Weißt du? Also die persönliche Story, die mit dem beruflichen nichts zu tun hat, denke ich, hat einmal auch einen echt krassen positiven Aspekt für alle Beteiligten, damit sie halt auch dazu lernen und sich weiterentwickeln können. Ja, weil ich glaube, ein Ziel ist ja auch immer ganz, ganz wichtig, wenn man spricht. Ja, dass die mit etwas hinausgehen und nicht, dass man einfach nur labert. Ja. Aber wie siehst du das und wie gehst du das an und vor allem, wie schaut es denn jetzt mit dem Skillset aus, ja, mit diesem Logo-Dingsbums? Also du hast zwei sehr schöne Fragen gestellt. War nur eine Sekunde. Cool. So. Frage 1, Persönlichkeitsentwicklung, wie wichtig ist es für Speaking? Public Speaking ist Persönlichkeitsentwicklung in rein Kultur. Ob du dich damit auseinandersetzen willst oder nicht, wenn du Public Speaker werden willst, das sehen unsere Kunden immer wieder und stellen immer wieder fest, dann entwickelst du dich in eine Persönlichkeit. Und zwar, weil, weißt du, wenn du vor vielen Menschen, selbst wenn du im Training bei uns vor 5 oder 10 oder 15 Menschen auf der Bühne stehst und etwas Privates erzählen musst oder deine Geschichte rüberbringen musst, die emotional ist und plötzlich kommen ein paar Tränen oder du kämpfst mit deinen Emotionen und du schaffst es, da durchzugehen und weiterzumachen, das ist auch Persönlichkeitsentwicklung. Und danach sprichst du noch mit deinen Kollegen darüber. Das sind Dinge, die deine Persönlichkeit entwickeln. Auf einer Bühne zu stehen, immer wieder, die Herausforderungen sind immer wieder neu, auch als Public Speaker, auch selbst als Profi. Das ist immer wieder Persönlichkeitsentwicklung. Und wer sich vorher schon damit beschäftigt hat oder wer sich gerne damit beschäftigt, das sind die Menschen, die sich im Public Speaking einfach unglaublich schnell und gut entwickeln. Und wer da blockiert, da passiert genau das, was du vorher angesprochen hast, der steht auf der Bühne und die Menschen spüren, irgendetwas stimmt da nicht, irgendetwas blockiert da, irgendetwas hält er zurück. Ja. Mhm. Und wir denken ja oft, ja, wir müssen eben irgendein Image verkaufen. Ich sage dir ganz klar und deutlich, mir ist das Image scheißegal. Weil auf lange Sicht ist es für mich viel zu anstrengend, etwas zu sein, was ich nicht bin. Weißt du, wie anstrengend ist das? Das weiß jeder, der das schon mal versucht hat. Das ist so anstrengend. Ich habe keine Lust, das zu machen. Also bin ich einfach, wie ich bin. Und weißt du was? Das Tolle ist, ganz viele Menschen können mit mir. Die finden das ganz okay. Einige finden es sogar sehr gut, andere können es nicht. Das ist auch okay. Ja? Also das ist wirklich einfach ganz wichtig. Public Speaking ist Persönlichkeitsentwicklung in reiner Kultur. Und jetzt was das Zweite, was du erwähnt hast, du hast jetzt zweimal schon Führungskräfte erwähnt, oder? Und das ist etwas für uns unglaublich Spannendes. Wir haben immer mehr Führungskräfte, die zu uns kommen, die sagen, weißt du, ich will nicht auf eine Bühne, aber ich will meine Kommunikationsskills verbessern für den Umgang mit meinen Mitarbeitern, mit meinem Team. Wir haben von einem großen Unternehmen, einem großen Konzern, hatten wir jemanden aus dem Sales, der ist in der Geschäftsleitung mit dabei. Jüngerer Typ, Mitte 30, war bei uns und wir haben mit dem eine coole Rede entworfen und ihm Speaking Skills gezeigt. Und er hat dann, ich weiß nicht, ich war bei der Weihnachtsabend oder so etwas, am Weihnachtsabend vor 600 Mitarbeitern, die da waren, eine Rede gehalten.
und die sind abgegangen, die haben gefeiert, die haben gejohlt, die haben gelacht, die haben gesagt, yes, und das war cool. Und er hat gesagt, ich habe mich so gut gefühlt, das war so schön. Und nach ihm kam der CEO und die Stimmung ist komplett runtergegangen, weil der CEO hatte keine Ahnung von Public Speaking. Und die Leute sind fast eingeschlafen, haben gedacht, naja, also es war gerade noch ein schönes Weihnachtsfest, jetzt wird es ein langweiliges. Daraufhin, was ist passiert? Der CEO ist gekommen und hat gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich will das auch lernen. Und weißt du was, wir nehmen die komplette Geschäftsleitung mit. Jetzt kommt die komplette Geschäftsleitung zusammen oder einzeln kommen zu uns und wir zeigen denen auf, wie sie eben auch ihr Unternehmen als Public Speaker, wenn du so willst, das sind sie ja auch, einfach viel besser darstellen können in der Öffentlichkeit oder wie du eben im Team ganz anders kommunizieren kannst. Und da machen wir eigentlich dann das Gleiche, das nennt sich bei uns Unternehmenskommunikation oder Business Communication. Da kommt eigentlich dann im Prinzip wirklich meine Expertise ins Spiel, wo ich einerseits die Neurowissenschaften und die Kommunikationswissenschaften miteinander verbinde. Ja, einfach vielleicht so, damit das alle ein bisschen verstehen, ganz kurz. Ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, wenn du nicht ein bisschen etwas aus der Neurowissenschaft darüber weißt, wie Menschen funktionieren, nützt sich die ganze Kommunikation nichts. Weil wenn wir mal verstehen im Grundsatz, Emily, dass ein Wort, das ich sage, ein positives, ein negatives, was auch immer zu dir, dass es in dir augenblicklich einen Gedanken auslöst und danach durch diesen Gedanken werden Hormone ausgeschüttet, positive oder negative, die erzeugen ein Gefühl in uns. Und anhand dieses Gefühls antworten wir, reagieren wir oder leiten wir eine Handlung ab. Und wenn ich jetzt als kommunizierende Führungskraft oder als Public Speaker weiß, wie das funktioniert, dann kann ich mit diesen Worten spielen, und zwar im Positiven, indem ich eben dem Mitarbeiter, nehmen wir das Beispiel auf, nicht einfach zuerst mal sage, ja, aber das ist nichts und das auch kacke und das ist scheiße und überhaupt und sowieso, sondern ich gehe zuerst mal mit ihm dadurch, was war denn alles gut, was war denn positiv und frage ihn mal vielleicht, wo liegt denn das Problem oder wo könnten wir dich unterstützen, damit du da und da das besser machen kannst. Ganz kleine Dinge, die wir ändern. Ja? Ich sage einfach, anstatt zum Beispiel zu sagen, oh, Entschuldigung, dass ich das falsch gemacht habe, sag doch mal einfach, vielen Dank, dass du mich darauf hinweist. Anstatt zu entschuldigen, dass ich zu spät komme. Ja, ich komme zu spät, 10 Leute warten auf mich. Also, ja, es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Der Verkehr war schlecht, ich konnte keinen Parkplatz finden und dann war noch das und das. Die sitzen schon 10 Minuten hier, warten auf mich, sind schon mit negativen Gefühlen aufgefüllt, weil der Typ nicht kommt. Und jetzt komme ich und bringe noch mehr Negatives. Ich kann aber auch das drehen und kann sagen, vielen Dank, dass Sie alle auf mich gewartet haben so lange. Ich schätze das sehr und danke Ihnen dafür. So, und jetzt drehe ich das, weil jetzt sind die Gefühle, die jetzt kommen, eine andere. Und jetzt habe ich eine andere Diskussionsbasis, auf der ich mit den Menschen sprechen kann. Und das ist so diese Neurokommunikation, neurowissenschaftliche Kommunikation vermischt. Mhm. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Da sind wir, soweit ich weiß, die Ersten, die das so anwenden auch. Und das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Ausbildung, weil man muss wissen, dass jedes Wort, das ich verwende, ein falsches sein kann. Und du kennst es auch, gibt es ein falsches Wort. Entschuldigung, bei allen Frauen, gleich bei einer Frau, ein falsches Wort. Ja? Und als Mann hast du ein großes Problem. Und weißt du was? Jetzt erzähle ich euch einen interessanten Fakt dazu. Man sagt ja, ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch. Ja? Also Frauen sprechen ja viel mehr als Männer, sagt man. Es gibt dazu eine ganz interessante Studie aus Schweden. Die hat herausgefunden, dass Frauen tatsächlich pro Tag rund 15.000 Wörter benutzen. 15.000. Und weißt du, wie viele Männer benutzen jeden Tag durchschnittlich pro Tag? 15.000. Es ist praktisch Gleichstand. Wir Männer quatschen genauso viel wie die Frauen auch. Worauf ich aber hinaus möchte, Emily, ist, 15.000 Wörter jeden Tag ist schon viel, oder? Und wir wissen, ein falsches Wort. Ein falsches Wort, die Sache ist gelaufen. Also ein bisschen Bewusstsein schaffen dafür, was Sprachen, was Worte in anderen auslösen können, das tut schon sehr gut. Und wenn wir das dann ein bisschen professionalisieren und aufzeigen, wie man das kombinieren kann mit verbal, also das Sprechen, dann das Nonverbale, die körperliche Bewegung, die ich mache, plus das Paraverbale, die Stimme
ob ich eben mit der Stimme aggressiv komme und sage, das müssen Sie noch mal ändern und so, oder ob ich sage, ja, lass uns doch mal schauen, vielleicht können wir einen Weg finden, dass du das positiv ändern kannst. Das Stimmliche, wenn du diese Dinge dann miteinander verbindest, dann hast du in kurzer Zeit in einem Unternehmen ein komplett neues Arbeitsklima. Oder du hast auf einer Bühne komplett begeisterte Menschen, weil sie einfach mit dir auf die Reise kommen. Und das ist das, was wir sagen, Public Speaking und Speaking im Business ist eigentlich dasselbe. Weil du wirst beides mal die Menschen mit auf die Reise nehmen. Und deshalb passt das so gut, dass wir beides anbieten. Großartig, Simon. Da möchte ich jetzt auf einen Punkt eingehen, ja, nur so am Rand erwähnt. Aber das sage ich auch für ganz, ganz wichtig. Und danach, später, wenn du das gesagt hast, gehe ich dann auf die Kommentare ein. Ja, ich habe euch nicht vergessen, Leute. Ihr kommt noch dran. Aber was ich sagen möchte, ist halt auch das Thema natürlich Energie, also Aufmerksamkeit folgt der Energie. Ja, und du hast wirklich was ganz, ganz Wichtiges eben gesagt, dass die Worte, also dass man die wirklich mit Verantwortung wählen sollte, eben weil das einfach Auswirkungen hat, ja. Und jetzt gehe ich rüber auf den wirtschaftlichen Kontext, eben weil wir sind ja auf LinkedIn und so, gell. Und jedes Unternehmen wünscht sich ein High-Performance-Team, weil die viel leisten können und weil es dann viel Umsatz gibt. Da sollte man sich dann halt schon ein bisschen Gedanken machen, was für Mitarbeiter als auch für Führungskräfte etc. pp. Hat man denn da, weil wenn die eben Worte wählen, die einem nur runterdrücken, nur Negatives eben auslösen, dann braucht man sich zum Beispiel auch nicht wundern, wenn es halt nicht gut läuft und wenn dann eine Krise kommt, wo es dann halt noch schwieriger ist, ja, weil das Ding ist, und das ist jetzt meine Behauptung und da bist du der Profi und kannst was dazu sagen, ist halt das genau die besten, wie soll ich sagen, Leader, weil das ist eigentlich das richtige Wort dafür, nicht Führungskraft oder Leader, wirklich die sind, die energetisch eben so aufgeladen sind, um den Leuten Energie quasi zu spenden, damit die wieder weiter nach oben kommen. Weißt du, was ich meine? Nicht die, die halt wirklich da vorne stehen und sagen, hey, da ist meine Visitenkarte, da steht jetzt CFO drauf, sondern wirklich die, die die anderen eben einfach hochheben. Und das geht halt auch nur, meiner Meinung nach, wenn man tatsächlich ein positives Mindset hat, ein positives Menschenbild hat und auch ein ehrliches Interesse daran hat, Menschen voranzubringen. Ja? Deswegen denke ich einmal, ist halt einfach die eigene Energy ja da wirklich ganz, ganz wichtig und dass man dadurch einfach schon automatisch viel besser die richtigen Worte wählt. Dass es nicht immer sein kann, ist klar, weil auch ich als Happy Emmy habe mal einen miesen Tag, ja, wo ich mir denke, lasst mir alle in Ruhe. Wache, aber die meiste Zeit bin ich halt doch gut drauf und das merken halt auch die Leute und das nimmt sich dementsprechend halt auch aus, ja. Aber was sagst du zum Thema eben Energie? Ja, also weil das sind wir jetzt ein bisschen im spirituellen Kontext, was mir halt sehr wichtig ist, aber ich glaube halt, dass das Thema mit der Energie ganz entscheidend ist und das Einser-Beispiel ist halt Tony Robbins. Ja, egal was du ihn siehst, der ist so voll mit dem Akku, ja, also es ist unglaublich. Ja. Ja, sehr schönes Thema. Gerade im Business-Umfeld ist ja das Thema oder das Wort Spiritualität, das kann da einiges auslösen. Ja? Ich gehe gleich auf die Spiritualität ein. Lass mich das vorne damit den Verlauf ein bisschen sehen können. Im Business-Umfeld hieß es vor kurzem noch, Storytelling, wenn wir was erzählen im Business, funktioniert im Business nicht. Ja? Im Business geht es ums Business, es geht nur um die Sache. Storytelling funktioniert da nicht. Da habe ich gesagt, was für ein Blödsinn. Bedeutet das denn im Business, also im B2B? Ja, im B2C funktioniert das, im B2B nicht, sage ich, ja, und wenn du im B2B sprichst, das sind keine Menschen, zu denen du sprichst, sind das Roboter, sind das Computer oder Wände, mit denen redest du, sind auch Menschen. Wir haben einfach irgendwann mal vor einigen Jahrzehnten gesagt, ja, im Business darfst du keine Emotion zeigen, du musst immer cool sein, du musst immer so auf Distanz bleiben lassen. Das ist Blödsinn. Damit kommst du nirgends hin. Und es gibt Unternehmen, die haben jetzt verstanden, Storytelling funktioniert. Das ist etwas, woran wir sehr stark arbeiten mit Unternehmen, dass der CEO oder wer immer da spricht, auch der Verkaufsleiter, die großen Unternehmen, dass sie zu uns kommen und sie sagen, lass uns Geschichten entwickeln, die wir erzählen können mit unserer Botschaft. In der Werbung passiert das sowieso immer. Ja? Also jetzt hat sich das etabliert, Emily. Stück für Stück haben die meisten, noch nicht alle Leute, die meisten haben verstanden, ja, das geht. Jetzt kommt das Nächste, die Spiritualität. Und es ist genau dasselbe. Wenn du in Spiritualität kommst, denke ich, oh, Spiritualität, ja, was soll ich da in den Wald gehen und Bäume umarmen und umsagen oder so etwas? Ja, das sind so Dinge, die du hörst, oder? Da sage ich immer, nein, Spiritualität ist für mich
Energie. Und ohne Energie, ja, da ist ein Tag am Morgen schon zu Ende. Und wir kennen das alle. Wenn wir mal so einen Tag haben, wo wir aufstehen, dann merken wir, es ist keine Energie. Das wird ein schwieriger Tag. Das ist auch einer meiner Sprüche, wo ich immer sage, Zeitmanagement, das war gestern, für mich ist das Blödsinn, es geht eigentlich um Energiemanagement. Weil was nützt es mich, wenn ich sage, heute um 18 Uhr gehe ich dann noch ins Gym und ich gehe dann noch trainieren und ich gehe noch joggen und ich gehe noch Tennis spielen und mache noch einen Waldlauf oder ich mache was, weiß ich was. Und wenn es dann 18 Uhr ist, bist du so kaputt, dass du einfach nichts mehr machen kannst, außer dich auf die Couch zu legen oder schlecht gelaunt zu sein und jemandem auf die Nerven zu gehen. Da geht es um Energiemanagement. Und die Energie, die wir haben, das ist die, die wir weitergeben. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du da erwähnt hast, den wir bei allen Führungskräften aufs Tablet bringen sollen. Schau, du musst einfach sehen, wenn du dich schlecht fühlst, egal wie du das versuchst zu kaschieren, deine Mitarbeiter, dein Team, deine Kunden, alle werden das spüren. Die fühlen sich auch schlecht. Also musst du daran arbeiten, wie kannst du dich mit positiver Energie ausstatten, wie kannst du mit den Situationen besser und anders umgehen. Und da gibt es eine ganz einfache Geschichte. Und ich sage, ja, wie mache ich das? Sage ich, ja, weißt du was? Gerade Führungskräfte, hol doch mal deine Leute mit ins Boot. Da sind ganz viele Menschen. Es geht nicht darum, dass sie immer noch mehr Geld wollen oder so. Die haben andere Bedürfnisse. Die wollen ein bisschen Anerkennung, ein bisschen Respekt. Die möchten auch dazugehören. Nimm die Leute mal mit dazu. Geh mal zu einem Team und sag mal, Leute, sag mal, kommt es konkret mit einer Führungskraft gemacht. Eines von denen, die alles immer weiß, immer kann und klare Anweisungen gibt. Dann haben wir den so weit gebracht, dass er zum Team geht und sagt, Leute, ich habe hier ein Problem. Ich komme nicht weiter. Ich wollte euch fragen, ob ihr Ideen habt, ob ihr mir helfen könnt hier. Weißt du was? Der hat nachher, als er mir das erzählt hat, was da passiert ist, hat er fast angefangen zu weinen. Dieser 56-jährige Top-Shot-harte Manager. Weil er sagt, ich habe so viel bekommen, weil ich einmal echt und von Herzen nachgefragt habe, dass ich dachte, wow. Und sagt, die Energie hat sich innerhalb von 30 Sekunden komplett geändert. Und am nächsten Tag hat er gesagt, bin ich gekommen, habe die Energie wieder gespürt, habe sie aufgenommen, habe das gegeben und das zurückbekommen. Ja, das funktioniert halt vielleicht nicht immer. Manchmal kommt ein Störfaktor da dazwischen. Aber wenn man das weiß und einmal erlebt hat, macht das. Die Führungskräfte glauben immer, sie müssen alles können, alles wissen. Müssen sie nicht, tun sie auch nicht. Und die Mitarbeiter denken, die Führungskraft muss alles können, alles wissen. Nein, tut sie nicht. Sagt denen das. Aber die Frage ist, jetzt sind wir wieder dabei der Kommunikation, wie sage ich das denen? Oder? Das ist der Punkt. Und wenn du da halt weißt, wenn du da hingehst und sagst, es ist jetzt Oktober, wir haben jetzt 80% vom Umsatz, eins kann ich euch sagen, wenn ihr die restlichen 20% nicht macht, gibt es keinen Bonus für niemand. Dann war es das. Du lachst jetzt, ich auch. Aber weißt du, wie viele noch so kommunizieren? Ja, du kannst auch hingehen und sagen, Leute, es ist Oktober, wir haben bereits 80% des Budgets erreicht. Danke dafür. Das ist richtig top, was ihr da geleistet habt. Und ich frage mich, schaffen wir es, auf die 100% zu kommen? Schaffen wir die Bonusstufe zu erreichen? Was habt ihr für Ideen? Ich weiß gar nicht, was ist das Richtige? Was habt ihr für Ideen? Wo könnte ich euch unterstützen? Wo können wir uns gegenseitig helfen, das zu machen? Und, und. Also, da gibt es so viele. Und weißt du, die sind so einfach, die Dinge. Einfach ein bisschen Nähe zulassen. Ein bisschen Schwäche auch mal sagen, ich bin da nicht ganz sicher. Ja? Was habt ihr für Ideen? Und jetzt sind die Mitarbeiter da und dann geht der Mitarbeiter nach Hause und denkt, wow, heute konnte ich dem Chef einen guten Input mitgeben. Hat sich für den Mitarbeiter super angefühlt. Richtig gut. Das ist richtig die gut. Idee, wie wir Energie aufbauen mit den Leuten. Großartig, super. Dann gehe ich jetzt auf die Kommentare ein. Und danach sprechen wir über das wirklich ganz, ganz wichtige Thema Public Speaking und tatsächliches Business, also Geld verdienen, ja. In meinem Beispiel, wie das bei mir funktioniert hat. Und nein, ich bin nicht rich, aber da weißt du, wie es richtig geht. Aber ich möchte mal zuerst auf die Kommentare eingehen, ja. Da haben wir mal einen LinkedIn-User, wo ich leider den Namen nicht sehe. Tut mir sehr leid, aber schön, dass du da bist. Er schreibt Hallo in die Runde. Dann haben wir hier den lieben Mike, der schreibt sehr interessant. Lieben Dank fürs Feedback. Lasst gleich ein Like da oder sowas oder ein Herz, da freue ich mich immer riesig. Dann haben wir hier die Marlies, die schreibt, freue mich schon auf euch beide und den Tag mit euch zusammen, lieber Simon. Ah, die ist wahrscheinlich in eurer Dingsbums drinnen, genau, in eurer Akademie. Dann haben wir noch
den Stefan, der schreibt spannende Tipps. Danke, Simon. Großartig. Dann haben wir hier den lieben Hassan, der schreibt, die Fingerlinge sind top. Danke, ich finde sie auch cool. Ich fühle mich damit wie Falco oder so. Ja, das gefällt mir super. Dann haben wir hier die liebe Dagmar, die schreibt, super interessant. Ich freue mich auf den 4.10. mit Simon Kai. Ah, sehr gut, da findet was statt. Da kannst du dann gleich drauf eingehen, was das ist. Dann haben wir noch die liebe Malis, die wieder schreibt, danke vielmals, dass du das Thema Spiritualität und Energie ansprichst. Fühle mich gerade total angesprochen, abgeholt und angenommen, einfach weil es meine Expertise ist. Großartig, großartig, ja. Ich finde auch, das ist halt ein Thema, das darf man nicht ausblenden, weil wir sind halt Körper, Geist und Seele und die Seele hat halt die Energy, weißt du, was ich meine? Und die muss halt auch gefüttert werden, meiner Meinung nach, und die kann man halt nicht mit Euros oder Dollar füttern, ja. Die braucht eine andere Nahrung, ja, deswegen da hinschauen. Aber weiter geht's, dann haben wir wieder einen LinkedIn-User, der schreibt, danke euch beiden für die tiefen Einblicke, mein Zeitkontingent läuft ab. Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, du kannst die Aufzeichnung jederzeit ansehen. Dazu einfach meinen Newsletter abonnieren oder auf meinen YouTube-Kanal gehen. Ziehst du gleich noch einmal rein oder 10-mal hintereinander. Und dann haben wir noch den lieben Sandro. Der schreibt, danke euch beiden. Was nehme ich heute mit? Jeder Mensch hat etwas zu erzählen. Ich habe heute gelernt, dass es mehr auf das Wie als auf das Was geht. Sehr gut, sehr gut. Na schau, da haben wir schon mal super Impulse. Magst du da was zu den Kommentaren sagen, Simon? Und dann gehen wir zu meiner nächsten Frage. Ja, ich kann gerade das Letzte aufnehmen, was der Sandro da uns erzählt hat. Das ist wirklich so, oder? Ich will jetzt nicht zu weit auf meine Geschichte eingehen, aber meine Geschichte hat ziemlich dramatische Ereignisse auch mit drin im Leben. Und oft kommen dann Menschen und sagen, ja, weißt du, aber ich habe das nicht. Ich habe nicht so eine dramatische Geschichte wie du. Und ich bin nicht an Krebs erkrankt und niemand ist gestorben und bei mir ist nichts Dramatisches passiert. Sag ich, nee, das muss ja auch nicht. Ja, aber dann kann ich keine Storys erzählen und sagen, Storytelling ist nicht dramatische Geschichten erzählen. Das ist es nicht. Darum geht es nicht. Und du brauchst auch keine dramatischen Geschichten. Da hat das andere recht. Es geht mehr darum, wie wir etwas erzählen als was. Weil oft, das wissen wir doch alle, wenn wir von der richtigen Person auf die richtige Art und Weise auf etwas hingewiesen wurden, was wir ja eigentlich schon wissen, hilft uns das oft viel mehr. Weil, weißt du, so komplett neu, Menschen, die zu mir kommen, sagen, weißt du, ich habe was ganz Neues, komplett neu, das war noch nie da, sage ich, ja, ich bezweifle, dass das ganz neu ist, was du hast. Ich sage dann immer so ein bisschen Spaß, aber wenn du was hast, was ganz Neues, was noch nie da war, was wir noch nicht gesehen haben, dann wird in Kürze dein Handy klingeln und die Telefonnummer wird eine Vorwahl sein von Schweden. Weil in Schweden wird der Nobelpreis vergeben. Und wenn das komplett neu ist, was, wirst du für den Nobelpreis nominiert. Und werden dich anrufen, werden sagen, Emily, wir nominieren dich für den Nobelpreis. Was du erfunden hast, ist komplett neu. Es war halt alles schon mal da und wir wissen das doch auch. Ja, wir wissen, dass wenn wir zu viel Zucker und andere Kalorien essen, dass wir dann halt vielleicht übergewichtig werden können. Das weiß jeder. Jeder, der übergewichtig ist, weiß das auch. Wir wissen, dass zu viel Alkohol nicht gut ist, wir wissen, dass zu viele Zigaretten nicht gut sind, egal was es ist, wir wissen, dass zu viel Arbeiten, zu viel Stress auslöst, wissen wir doch alles. Ist nicht neu. Die Frage ist aber, finde ich einen Weg, den Menschen das so zu vermitteln, dass sie hier in die Umsetzung kommen und damit etwas anfangen können. Und deshalb hat der Sandro völlig recht, es geht nicht darum, was, es geht darum, wie. Der Dalai Lama sagt das sehr schön, er sagt immer, die intelligentesten Menschen sind die, die ganz komplexe Sachen auf einfache Art und Weise erklären können. Darum geht's. Erklär mir etwas so, dass ich es verstehe und umsetzen kann und nutzen kann im Alltag, damit es für mein Leben einen Mehrwert darstellt. Das sind die guten Speaker, die das können. Die irgendwo etwas, wenn du in 20, 30 Minuten etwas mitnimmst, in einer Stunde, egal, sagst, da war was für mich dabei, das fand ich cool. Darum geht's. Und nicht irgendwelche Dinge, die sich cool anhören. Ja, und dann habe ich das gemacht und dann habe ich die 12. Firma gegründet und die war noch viel erfolgreicher als alle anderen wegen meinem System, das ich erfunden und ich aufgebaut habe. So, toll, aber was hat der, der mir zuhört, davon? Nix. Ja? Also lieber etwas mitgeben, so einfach wie es sein mag. Und oft brauchen wir eben nur wieder ganz einfache, klare Inputs, um etwas klar zu sehen.
weil das ist so eine Eigenschaft von uns, unser Fokus geht oft so ganz eng zusammen und wir rennen nur dem nach und das daneben sehen wir nicht. Wenn wir stehen bleiben und die Dinge wegmachen, dann denken wir, oh, da ist noch das, da ist das, da ist das, da ist das. Und das ist etwas, was ich, wo ich eben sage, das kann jeder. Jeder kann das lernen. Das sind Skills, die man lernen kann. Und wenn man dann noch irgendetwas hat, eine Eigenschaft, eine Fähigkeit, etwas, was man gelernt hat und darüber sprechen kann, wunderbar, dann hast du eine großartige Kombination. Richtig gut, richtig gut. Auf eine Sache möchte ich noch eingehen, weil ich glaube, das ist wichtig. Vielleicht ist es ja eine öffentliche Veranstaltung. Aber die liebe Dagmar hatte geschrieben, der 4.10. Magst du da kurz was dazu sagen? Und dann komme ich zu meiner nächsten Frage. Also ich habe jetzt alle unsere Termine nicht auswendig. Ich glaube, wir haben noch 20 oder 22 Events bis Ende Jahr. Und ich denke, die Dagmar kommt an ein Event zu uns. Jetzt ist aber so, wahrscheinlich kommt die Dagmar da alleine zu uns oder mit einer ganz kleinen Gruppe, weil wir arbeiten nicht, wie man das von anderen Veranstaltern kennt, in riesigen Gruppen, wo du mit 100, 200 oder noch mehr Leuten in einem Saal sitzt und einfach zuhörst. Wir arbeiten mit den Menschen in kleinen Gruppen, machen sogar einzeln, 1:1, 1:5, vielleicht mal 10 Leute, dann sind aber 2, 3 Trainer da, damit wir ganz intensiv auf den Einzelnen eingehen können und der einfach auch in einem Tagestraining einen großen Fortschritt erzielen kann. Und deshalb gehe ich davon aus, dass die liebe Dagmar Spanzel, der Name sagt mir etwas, ich weiß aber nicht ganz genau, für welches Event sie zu uns kommt, vielleicht Positionierung, vielleicht Keynote-Entwicklung, ich weiß es nicht, aber ich freue mich, ich bin da offensichtlich, ich darf da auch mit dabei sein, wenn die Dagmar kommt, ich freue mich darauf. Auf unserer Webseite findet man diese Events, die wir immer wieder haben und wer den Newsletter bei uns abonniert, wird über die Events informiert, wann findet was statt, wann passiert was genau, wann kann man was machen und so weiter. Aber wie gesagt, wir arbeiten immer in kleinen Gruppen, damit wir möglichst viel Mehrwert weitergeben können. Großartig, super. Da möchte ich dann noch auf zwei Sachen eingehen und dann machen wir eh langsam Schluss, ja. Aber die eine Sache, die ich einfach auch hervorheben möchte, der meiner Meinung nach einer von euren zwei USPs sind, ja, weil so sehe ich eure Akademie. Aber das eine, was ich wirklich cool finde und was ich super für die Vorbereitung finde, ihr seid ja auch noch, wie soll ich sagen, technologisch sehr fortgeschritten, weil ihr verwendet ja auch diese VR-Brille, wo man quasi seine Speaks üben kann vor Hunderten oder Tausenden Menschen, damit man eben die Angst verliert, ja. Und das möchte ich deswegen erwähnen, weil ich hatte ja, muss kurz überlegen, letztes Jahr 2022, um die Zeit herum im Oktober, meine allererste Keynote oder meinen allerersten Offline-Speak, ja. Und das war halt so krass, ich wurde halt dort gebucht und ich war dann dort und das war halt, wie soll ich sagen, ich war eine Speakerin, die in einer der großen Räume war, ja. Aber groß bedeutet jetzt nicht 10.000 Menschen oder so, sondern groß bedeutet so um die 60, 70 Menschen, ja. Und ich wurde auch noch, wie soll ich sagen, für zum Schluss eingeladen, ja, wo ich mir gedacht habe, die ganze Veranstaltung hat von 8 Uhr in der Früh bis um 22.30 Uhr gedauert, also richtig lang, ja. Und so viel Input, irgendwann hast du mal genug, ja. Und ich komme dahin und ich denke, dass im großen Saal, wo 60 Leute sind, wahrscheinlich noch so 20 oder 30 Leute kommen, weil die Leute müde sind, ja. Aber jetzt kommt der Flash, ja. Und ich meine, die erste Keynote, die wirst du nie vergessen. Die wirst du nie vergessen, meine Beine haben gezittert bis zum Gehtnichtmehr, so arg war das. Aber da war ich halt in Frankfurt, ja, und das Ding ist, ich komme da rein und setze mich halt dorthin, weil wir sind halt gesessen und so und ich wurde dann später auch ein bisschen interviewt. Aber was ich sagen wollte ist, dass es waren nicht 60 Leute, sondern es waren sicher 120, 130 Leute, weil die Leute reingestürmt sind, sie sind gestanden und am Boden gesessen und so, weil so viele da rein wollten und ich sitze dann so da und ja, ich war damals zwar schon Top Voice, ja, aber ich habe mir gedacht, Leute, habt ihr euch alle verlaufen, ja, wollt ihr wirklich zu mir, weil es so bummvoll war, dass dann schon draußen so die Security gesagt hat, nein, es darf keiner mehr rein, weil es so voll war, ja. Und auf jeden Fall waren viel, viel mehr Leute, als ich erwartet habe. Und dann habe ich halt meine Keynote gesprochen. Und dann musste ich aber zum Schluss irgendwie, also ich hatte das Bedürfnis, dann noch zu improvisieren, weil eigentlich war ich so nach 20 Minuten war ich fertig. Aber ich habe irgendwie gespürt, die Leute wollten noch mehr. Die wollten irgendwie noch mehr. Und dann habe ich improvisiert und noch was gesagt. Und sie waren dann eh begeistert und haben geklatscht, ja. Aber das war, keine Ahnung, das Special Moment meines Lebens und mit
80, wenn ich schon Uroma bin, wenn ich all meinen Enkelkindern von dem erzähle. Aber um jetzt noch einmal auf den Anfang einzugehen, es hätte mir enorm geholfen, wenn ich bei euch gewesen wäre und auch mit dieser VR-Brille einfach geübt hätte, weil ich nicht, wie soll ich sagen, vorher erfassen konnte, wie das so auf mich wirkt, weißt du, also vom Energielevel her, weil das so überwältigend war. Ich meine, ich habe es dann eh geschafft und man hat es mir eigentlich kaum angemerkt, beziehungsweise habe ich 10-mal nachgefragt bei der Veranstalterin, ob ich es eh gut gemacht habe und ob man es mir eh nicht angemerkt hat, dass ich echt total, ich war voll durch den Wind. Aber es war gut und er hat funktioniert und ich hatte auch irgendwie einen Blackout, muss man auch dazu sagen. Keine Ahnung, ob das normal ist, da kannst du auch drauf eingehen. Aber war krass. So. Ja, die Brille. Das ist interessant, ja. Die Brille ist ein Teil unserer Ausbildung. Manche finden die Brille großartig und manche können überhaupt nichts damit anfangen. Das ist wirklich lustig. Es ist so in zwei Seiten geteilt. Die einen finden das sensationell und die anderen sagen nach 2 Minuten, nee, brauche ich überhaupt nicht. Aber es ist jedem selbst überlassen eigentlich. Es ist ein Teil unserer Ausbildung, wie ich gesagt habe. Wir haben das so zusammengebaut, dass du einerseits eben über Zoom online gewisse Inhalte mit uns machst, dann kannst du mit der Brille arbeiten und dann machen wir eben diese Live-Trainings und Live-Sessions bei uns vor Ort. Wir nennen das magische Dreieck, ja, das sind drei Dinge, die wir miteinander verbinden. Und wir sind dafür sogar von der GSA, das ist die German Speaker Association, das ist der zweitgrößte Rednerverband der Welt, sind wir dafür für den Innovation Award nominiert worden letztes Jahr für dieses Ausbildungsdreieck. Weil das auch wirklich gut funktioniert. Weil wir einerseits, wie du richtig sagst, für manche Menschen hilft das in dieser Brille, weil wer dieses VR, diese Brillen kennt, auch von Spielen, also der weiß, das ist schon unglaublich echt heute, diese Sachen. Ja, das denkst du schon, boah, ich stehe da vor den Leuten. Und du kannst dann diese Brille zum Beispiel einen kleinen Meetingraum mit 10 Leuten einblenden oder ein Auditorium einer Universität mit 250. Oder wir haben da zum Beispiel auch die Gedankentanken, eine große Arena mit über 1000 Leuten drin, wo du auch bekannte Leute im Publikum sitzen siehst. Der Stefan Friedrich ist da, ich sitze direkt neben dem Stefan Friedrich und der Calvin Hollywood und andere Leute sitzen da und du sprichst vor denen. Mhm. Und das Gute ist, diese Brille hat eine künstliche Intelligenz, also die kann dann auch, wenn du dann ein bisschen leise sprichst oder langsam, kommt da jemand aus dem Publikum und sagt, ey, lauter sprechen. Ja, ist wirklich sehr cool. Also die Brille ist auf einem ganz hohen Niveau und lernt bei jedem Speech, den du hast, und gibt dir danach eine Auswertung. Das kann helfen, deine Angst vor Menschen zu sprechen zu verringern. Das Gleiche machen wir aber auch im Live nochmal. Wir schauen, warum hast du Angst? Ja, warum hat man Angst, vor Menschen zu sprechen? Man hat ganz einfach Angst, man könnte vor Menschen versagen. Öffentliche Demütigung. Ich meine, wer will das? Ja, wollen wir alle nicht. Also jetzt gehen wir darauf ein und sagen, wie kannst du das verhindern? Was kannst du machen? Was sind die Techniken, um das zu umgehen, damit das nicht passiert? Und das machen wir dann auch im Live. Und das üben wir da. Oder wir können eben, ich habe vorher erwähnt, wir haben eine eigene Bühne, eine komplett professionelle Bühne mit Lautsprechern, mit Headsets, mit Mikrofonen, mit Background-Beleuchtung, mit Frontbeleuchtung, etwas ganz Wichtiges. Das passiert auch oft, vielleicht hattest du das auch. Du übst so da und dort, plötzlich stehst du dich auf eine Bühne, dem großen Saal, jetzt kommen die großen Scheinwerfer und du bist fast blind. Siehst fast nichts mehr. Ja. Und wow, jetzt lasse ich dir noch so 2, 3 Reihen, wenn überhaupt, und denkst, wo sind denn die Leute und ich weiß gar nicht mehr, wo ich hinschauen soll. Das können wir auch üben, solche Situationen. Wir haben da diese Frontscheinwerfer, die haben alle je 1000 Watt. Da sagen wir, okay, jetzt drehen wir mal ein bisschen auf und stehen die Leute aus, nein, mach das, das ist ja Wahnsinn. Sag ich, ja, aber so ist es auf einer großen Bühne. Alle wollen vor 1000 Leuten und mehr stehen, sage ich, ja, aber da hast du dann einen Riesensaal und die Beleuchtung ist extrem. Also diese Sachen können wir alle simulieren. Und deshalb sage ich, du kannst das nicht online lernen. Ja? Weil wenn du nur online das lernst, wirst du offline in aller Regel kläglich scheitern. Deshalb simulieren wir diese Situationen, lernen die, erklären die und irgendwann kannst du damit umgehen. Dann stellst du dich auf eine Bühne, weißt du, jetzt kommen die Scheinwerfer. Ah, okay, ich habe gelernt, wenn die Scheinwerfer kommen, mache ich das und das, so und so. Ich gehe mit meinen Augen dahin, ich mache das und das und so weiter. Also das sind genauso diese Punkte und da verbinden wir eben die Brille, die Online-Inhalte und die Live-Inhalte vor Ort zu diesem magischen Dreieck.
Sehr gut, dann habe ich noch dazu ein paar kleine Fragen und dann noch zu der einen letzten großen Frage und dann sind wir fertig. Aber meine kleine Frage ist, und da bist du der Experte, weil Punkt Nummer eins, ich hatte wirklich das Glück, dass mir vor dem Auftritt gesagt worden ist, dass ich mir wirklich gutes Puder besorgen soll, ja, weil eben die Scheinwerfer, wenn die kommen, dann schwitzt man halt so. Und gerade ich bin halt, wie soll ich sagen, die Art Frau, die jetzt nicht so auf Make-up steht, aber ich war so heil dankbar für den Tipp, weil ich mich echt eingepudert habe, damit ich da nicht zergehe vor den Leuten. Das ist meine erste Frage, pudern sich meine auch ein? Das ist ein wichtiger Fakt, aber das möchte ich wissen. Dann Punkt Nummer zwei, kann es sein, dass es sowas gibt wie eine Art Lichtallergie? Weil das frage ich deswegen, als die Scheinwerfer so auf mir drauf waren, hat meine Nase voll zum Kitzeln angefangen. Das hat voll gejuckt. Also gibt es sowas wie eine Lichtallergie oder kannst du das irgendwie erklären? Und dann Punkt Nummer drei, grundsätzlich zum Thema Nervosität und zitternde Beine, weil ich hatte Glück, dass ich mich ja dann eh hingesetzt habe, also ich bin jetzt nicht lang gestanden, aber was kann man machen, dass die Knie nicht so weich wird, weil irgendwann hat man vielleicht das Pech, dass man das sieht oder es ist ein bisschen peinlich, genau, so. Also, sehr schön. Also gut, schau. Wenn du auf eine professionelle Bühne gehst, wo du gebucht worden bist und du kriegst dafür Geld, dann haben im Vorfeld Gespräche stattgefunden, sogenannte Technikgespräche. Und dann hast du die Möglichkeit, da zu fragen, wie sieht das aus? Ist ein Visagist oder eine Visagistin vor Ort, die pudern kann? Dann sagen die, ja, ist da. Sagst du, okay, gut, dann hast du das Thema schon mal geklärt. Ist niemand da, dann musst du selber was mitnehmen. Ja, bei Frauen, bin ich jetzt nicht so der Experte, was sie da mitnehmen. Ihr wisst das selber, was ihr mitnehmt. Das sind diese riesengroßen Koffer, die ihr jeweils mitnehmt für ein Wochenende, ja? Irgendwo hin. Für uns Männer reicht da ein Tupfer mit etwas Puder und etwas Watte, damit wir uns ein bisschen abtrocknen können und nicht zu stark glänzen und schwitzen. Das ist mal dazu. Aber in der Regel, wenn das wirklich was Gutes ist, wo du bezahlt bist, dann ist da ein Visagist oder ein Mann oder eine Frau, ist völlig egal, und die helfen dir da ein bisschen mit der Geschichte. Das klärt man aber im Vornherein ab. Ja, du fragst auch, spreche ich mit Headset, spreche ich mit Mikrofon? Also das ist auch ein Teil bei uns in der Ausbildung. Wie bereite ich mich auf einen Speech vor? Welche Fragen stelle ich? Wann findet der Soundcheck statt? Und so weiter und so fort. Wann muss ich wo sein? Wer ist zuständig? Was ist die Telefonnummer vom Zuständigen? Weil du kommst dann dahin und der Zuständige ist nicht da und keiner weiß, wo er ist. Wenn du jetzt keine Telefonnummer hast, ist das blöd. Ja? Also alles solche Dinge. Dann hast du gefragt, wegen dem Licht und dem Schwitzen oder sogar Ausschlägen oder so. Ja, das ist in der Tat so. Ab und zu gibt es das, dass du einfach so schwitzt wegen den Scheinwerfern, dass die einfach so extrem stark sind. Hat aber auch so ein bisschen mit der Professionalität der Veranstaltung zu tun. Wenn die wirklich professionell ist, sind die Scheinwerfer eben so gemacht, dass du ein bisschen was sehen kannst, dass sie dir nicht direkt aufs Gesicht leuchten, und dann sind es gute, moderne Scheinwerfer, die auch nicht 200 Grad Hitze abstrahlen, und dann ist es absolut erträglich und dann funktioniert das. Aber auch das kann man im Vorfeld fragen, was für Scheinwerfer sind da, wie groß ist der Saal, wie viele Leute werden erwartet, und dann kannst du das auch so ein bisschen abschätzen. Ja. Da gibt es so einen kleinen Fragenkatalog, den wir den Menschen dann jeweils mitgeben, wo sie die Fragen stellen können, bevor sie wirklich zu diesem Speech gehen. Und das Dritte, was du gesagt hast, die Nervosität, ist eigentlich das absolut Einfachste, Emily. Zu 95% sind die Menschen nervös, weil sie Angst haben, sie könnten den Text vergessen. Ich könnte rausfliegen, ich weiß etwas nicht mehr, ich habe einen Hänger. Ja, das ist so, weil es gibt so Leute, die sagen, ja, weißt du, du musst es nicht auswendig lernen, was du sagst, du kannst so ein bisschen improvisieren und so und so. Ja, kannst du. Wenn du aber ein Profi bist, hast du deinen Text 100% auswendig drauf. Und zwar so, dass in der Hälfte deines Texts die halbe Bude zusammenfallen kann und 10 Minuten später machst du genau da weiter, wo du aufgehört hast. So, du hast den Text so drauf, dass wir dich nachts um 3 aufwecken und sagen, was kommt nach dem Satz? Und dann sagst du, dann kommt der. Was kommt dann? Dann kommt das. Oder vielleicht einfach noch so als Hinweis, dass eine der Kunst im Public Speaking ist folgende. Das ist vielleicht so ein Insight halt einfach. Die besten Public Speaker sprechen, erzählen etwas, machen vielleicht sogar noch einen Witz
Oder sagen wir es, ah, oh, oh, und dann, und dann, und dann. Jetzt erinnere ich mich gerade, ist noch das und das und das passiert. Der erinnert sich nicht. Der hat den Text so gut drauf, dass er damit so spielen kann, dass es so wie, ich hatte jetzt gerade diese Idee, rüberkommt. Mhm. Verstehst du? Und wenn du weißt, und da geht es aber nicht um, das weiß ich, ja, aber das ist auswendig gelernt. So. Ja, weil das ist der Respekt, den ich meinem Publikum entgegenbringe, dass die sicher sein können, dass ich meinen Text weiß. Und die nicht bezahlt haben, vielleicht sogar noch Eintritt oder Veranstalter, und dann fliege ich raus, kenne meinen Text nicht mehr. Also, professionelle Public Speaker, es gibt bestimmt ein paar Ausnahmen, kennen ihren Text auswendig. Und wenn du eine Kino 10, 20, 30, 50, 100 Mal gemacht hast, kennst du es sowieso auswendig. Weißt genau, wo der Lacher kommt, wo das kommt, wo du das Gesicht verziehst und, und. Das ist dann wieder ein Skill, den du bei uns lernst. Wie bringe ich so etwas auf der Bühne trotzdem authentisch rüber? Aber wenn du weißt, Emily, ich gehe darauf, ich kenne meinen Text, der Text ist gut, ich bin lustig, ich bin interessant, ich habe was zu erzählen, wovor sollst du dann Angst haben? Richtig gut, richtig gut. Nur ergänzend, die Frage war mit dem Licht, ob es so eine Art Lichtallergie gibt, weil es so gekitzelt hat, meine Nase. Also die hat echt meine so Nase gekitzelt, als wären da 100 Ameisen. Also das kann es vielleicht geben, Emily, ich habe das jetzt noch nicht gehört so. Ich kenne das ehrlich gesagt nicht. Also ich kann dir da jetzt nicht wirklich eine fachmännische Antwort geben zum Abschluss auf das. Ich weiß das wirklich nicht. Ich habe es noch nie gehört. Ich habe das selbst nicht. Einfach wenn die Scheinwerfer zu stark sind, dann schwitzt du ein bisschen. Das ist klar, ja, das ist logisch. Da muss man auch ein bisschen drauf achten. Und wenn du da mit dem weißen Hemd auf der Bühne bist und du schwitzt dich da zu Tode, machst dann die Arme nach oben, sieht es auch ein bisschen seltsam aus, wenn da die schwarzen Ringe da sind, ja, auch wenn du vorher noch an der Salatbar warst und dann auf der Bühne sprichst und lachst und überall noch Salatreste im Mund, ist auch schwierig. Deshalb gilt so, die Keynote-Speaker-Nahrung für einen Auftritt ist Banane. Die sieht man nicht, die sättigt gut, die nährt gut, aber du kannst nichts sehen, keine Rückstände, ja, keine Riegel und keine Sachen, kein Brot und solche Sachen, weil das siehst du alles. Banane kannst du nicht sehen. Ja, und so gibt es also ganz viele kleine Tipps, die man da auch noch erwähnen kann. Sehr gut, großartig. Dann kommen wir jetzt zum allerletzten Thema und sowieso das super wichtige Thema, zum Thema wirklich Public Speaking als Beruf zu machen. Ja? Weil als wir uns unterhalten haben vor, keine Ahnung, 6 Monaten oder so, habe ich ja erklärt, dass bei mir das so ist, dass ich über den dreistelligen Betrag noch nie drüber gekommen bin. Ja? Ich habe natürlich auch meine Erfahrung und so weiter und so fort. Aber meine Anfänge waren halt erst so, dass ich eben angefangen habe, eben mit meinem Livestreaming-Podcast. Dann wurde ich quasi entdeckt. Ja? Dann hatte ich das Glück oder das Pech, keine Ahnung, da hast du die Erfahrung, dass ich eben gebucht worden bin, aber unbezahlt worden bin, ja, und dann war ich dort, dann habe ich die Kosten getragen und dann habe ich halt dort gesprochen. Dann der nächste Schritt war, dann wurden die Reisekosten bezahlt und die Unterkunft und so, aber wirklich ich wurde nicht bezahlt für Sprechen. Dann der nächste Schritt war dann, okay, die Unterkunft wurde bezahlt, das Hotel wurde bezahlt, also die Reisekosten, also Zug, Flug etc. pp. Und auch mein Speaker-Auftritt wurde bezahlt. Und so, wie soll ich sagen, tängelt man sich von Stufe zu Stufe zu Stufe. Und da weißt du natürlich mehr, wie denn der Prozess tatsächlich stattfindet. Weil ich kenne ja nur meinen Prozess. Und ich kenne halt auch den Prozess der Berufskollegen, der vielleicht manchmal härter war. Weil ich weiß von einer Kollegin zum Beispiel, die hat sogar dafür bezahlt, am Anfang so 4-5 Mal, um auf der Bühne zu stehen, bis sie dann gesagt hat, nein. Und dann hat sie sich auch so hochgearbeitet. Aber wie läuft der Prozess eigentlich, wie ist es eigentlich richtig? Ja, damit man halt wirklich, wie soll ich sagen, als Public Speaker eben, wie soll ich sagen, anerkannt wird und wirklich auch ordentlich bezahlt wird, ja. Weil das ist halt schon etwas, das ist dieses 5%, die tatsächlich davon leben können, ja. Und dann gibt es die anderen 10%, die halt noch, ich bezeichne es als Glück, die zumindest dreistellig dafür bezahlt werden. Und dann gibt es alle anderen, die kriegen die noch gar nichts. Weißt du, was ich meine? Oder zahlen sogar noch dafür. Deswegen, wie ist es richtig und wie kommt man denn dahin? Ja, das ist so eine der Fragen. Und da gibt es unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Meinungen. Es gibt so den Spruch, Bühne macht Bühne und so, ja. So wie du das gemacht hast, kann man das machen und das ist sehr gut, wenn du dich von unbezahlt auf bezahlt hocharbeiten kannst. Oft
ist hier eine Schwierigkeit, die auftritt, dass du da gratis, also da bist du kostenlos gegangen. Jetzt möchte der Nächste dich haben, sagst du, kostet so viel, sagt ja, aber da waren sie kostenlos. Warum muss ich jetzt bezahlen? Oder du machst einen Spezialpreis. Ich bin zum Beispiel eigentlich nie kostenlos auf Bühne gegangen, von Anfang an nicht. Ich habe, wenn habe ich gesagt, okay, ich komme dahin, also ein Charity-Event oder sonst irgendetwas, und ich habe gesagt, ja, okay, ich mache das. Ich mache immer ein, zwei Speeches pro Jahr auch, wo ich habe gesagt, ich mache ich kostenlos, weil ich dahin möchte, weil ich das toll finde, was da gemacht wird, weil ich weiß, der Veranstalter hat das Geld nicht, aber mir gefällt das Thema, was auch immer. Dann kommuniziere ich das aber ganz klar, okay, ich komme jetzt dahin, ich mache das kostenlos. Und sonst habe ich einfach meinen Preis und sage, das ist der Preis. Und ja, da verlierst du mal einen Auftrag oder auch mal zwei. Das Problem ist einfach, wenn ich jetzt sage, ich gehe dahin und ich mache das für 3,5, ja, weil die haben halt nicht mehr Budget, ich sage, ja, okay, dann mache ich es halt. Und dann kommt die nächste Anfrage und dann sage ich, ich will wieder meine 8.800 plus Spesen haben oder meine 9.500. Dann sagt er, ja, aber ich habe gehört, da waren sie für 3,5. Wollen sie mich jetzt abzocken oder was ist? Verstehst du? Du bist dann unglaubwürdig. Also da muss man wissen, wenn man in den Markt eintritt, das besprechen wir auch mit unseren Leuten, wo kann man anfangen, was kann man machen. Unsere Idee ist einfach im Prinzip die, bilde dich top aus und zwar so gut, dass du interessant genug bist für eine sehr gute Redneragentur. Und haben wir Kontakte zu vielen Redneragenturen und da bringen wir unsere Leute nachher rein. Und die Redneragentur sagt dann zum Beispiel, ja unter 4.000 geht bei uns keiner auf die Bühne. Wenn du die Redneragentur kontaktierst, als Unternehmen, als Veranstalter, weißt du aber, das sind keine Laien-Keynote-Speaker, das sind Profis und die kosten Geld. Ja? Also nehmen die aber auch nur die, die das Handwerk wirklich beherrschen. Mhm. Jetzt kommt aber so ein Problem, du hast vorher das noch angesprochen mit den bezahlten Bühnen. Ja? Es gibt ganz viele Bühnen, wo man bezahlt. Menschen bezahlen auf ganz vielen großen, bekannten Bühnen Unsummen von Geld, dass sie auf dieser Bühne stehen dürfen. Das kann unter Umständen Sinn machen. Wenn du jetzt in einer Redneragentur drin bist und du hast keine Videos von dir, wie soll der Kunde einschätzen, wie du auf der Bühne bist? Ja? Okay. Also, und auch keine Bilder oder so. Deshalb ist es etwas, was wir oft wieder versuchen, immer mit unseren Kunden anzunehmen, sagen, schau mal, wir haben da eine Veranstaltung, da kannst du dir wirklich einen Bühnenplatz kaufen, weil das ist ein professionelles Setting, da kriegst du ein professionelles Video, professionelle Bilder und die nimmst du mit in die Redneragentur. Jetzt macht das Sinn, weil jetzt hast du ganz viele potenzielle Kunden, die sagen, oh wow, cool, wie die Emily das macht. Mhm. Weil sonst sehe ich ein Bild von Emily und da steht da, ja, LinkedIn-Expertin, Top Voice, Influencer, ja gut, aber und jetzt, jetzt möchte ich irgendwo klicken und dann sehe ich, oh wow, die Emily, die hat positive Ausstrahlung, wow, die hat richtige Energie, wow, die ist lustig, sie lacht mit den Witzen mit, wow, das ist cool, das spricht mich an. Also kann es Sinn machen, so etwas zu machen. Aber nicht auf irgendwelchen Veranstaltungen, sage ich jetzt, die in den Redneragenturen nicht so gern gesehen werden. Es gibt Unternehmen, die führen so Speaker-Slams und solche Sachen durch. Da kannst du 4-5 Minuten auf der Bühne sprechen. Und wenn du dann dieses Video hast und dann die Redneragentur schickst, sagen die, nein, danke, brauche ich nicht. Wenn du aber ein professionelles Video hast und du bist professionell ausgebildet und du schickst das, sagt die, oh, interessante Speakerin, interessante Speaker, das schauen wir uns an. Dann kann es Sinn machen. Ja, aber da muss man wirklich von Fall zu Fall abwägen, was macht Sinn, was macht keinen. Grundsätzlich würde ich aber empfehlen, jedem, schau, wenn du auf die Bühne, du hast einen Anspruch auf eine Bühne, 4, 5, 6, 7.000 plus Euro zu bekommen für ein Speech und das kannst du, das wird bezahlt, wenn du das gut machst, dann musst du einfach auch sehen, dass du nicht mit deiner 3.000 oder 4.000 Euro Online-Ausbildung das machen kannst, das geht nicht. Es ist ein Investment, das man tätigen muss. Das kann dann halt auch mal 10.000 oder 15.000 Euro kosten. Und es dauert ein bisschen. Kannst du auch nicht in 2 Monaten machen. Wenn Leute zu uns kommen, je nachdem, wie viel sie schon gemacht haben, vorher brauchen sie 3 Monate, 6 Monate, 9 Monate, 12 Monate, 18 Monate, bis sie einfach professionell ausgebildete Speaker sind. Wenn du sagst, das ist mir zu lang, sage ich, okay, dann okay, tut es mir leid, das ist okay. Aber ich weiß, wie der Markt funktioniert. Wir wissen das. Ja? Wir sind eines der wenigen Unternehmen, der wenigen Academies, wo du Leute hast, die selbst auf bezahlten Bühnen stehen, die dich ausbilden. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele es gibt, die Leute ausbilden, die auf die Bühne wollen, aber selbst keiner von den Ausbildenden besteht auf bezahlten Bühnen. Denke ich mir, okay, gut, also, weiß ich, bin nicht auf LinkedIn drauf, aber ich weiß, wie LinkedIn funktioniert. Ja, interessant. Sagst du wahrscheinlich auch, okay. Oder ab 132 Follower, ja.
und nie was gepostet, aber ich sagte, wie LinkedIn funktioniert. Ja, gut. Und das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber so läuft das oft in unserer Branche. Und da sage ich dir, nein, das funktioniert so nicht. Da sind wir einfach ehrlich mit den Menschen. Dann schau, es geht so nicht. Du musst Zeit und ein bisschen Geld investieren und dann hast du die Chance, daraus wirklich was zu machen. Ja. Jetzt aber noch, wenn ich das ganz kurz abschließen darf, es geht ja nicht darum, dass du nur Keynote-Speaker bist. Ja. Egal, welches Business du hast. Du zum Beispiel gehst auf die Bühne, sprichst über LinkedIn und zeigst deine Expertise auf, kommst von der Bühne runter und da kommen ganz viele Unternehmen und Leute und Unternehmer und Führungskräfte sprechen dich an und sagen, ja, sagen Sie mal, bieten Sie denn auch was an für Firmen, für Unternehmen wie uns, das und das so zu machen? Sagst du, ja klar, kann ich machen. Und so jetzt hast du dich eigentlich schon verkauft, weil du standst gerade oben auf der großen Bühne. Du hast denen gerade bewiesen, was du kannst, dass du eine Expertise hast. Und die wissen, du bist von einer Agentur gekommen. Die wissen auch, du kostest ein bisschen Geld. Die wissen auch, dass sie dich nicht für 800 Euro Tageshonorar kriegen. Die wissen, das kostet was. Die sind auch bereit, weil sie haben deine Qualität gesehen und jetzt sind sie auch bereit, in das zu investieren. Und das ist eigentlich so im Prinzip die Art und Weise, wie wir Keynote-Speaker in dem Bereich vorbereiten für den Markt. Richtig, richtig gut. Ja, super. Danke, Simon, auf jeden Fall eben für die Insights. Man merkt, okay, ja, Marketing- und vertriebstechnisch kann das sehr viel Sinn machen, wenn man tatsächlich dafür bezahlt. Aber dafür muss alles so professionell sein, damit man das später dann halt wirklich vermarkten kann und nicht bei irgendwelchen komischen irgendwas Veranstaltungen, sondern wirklich, wo man dann Material hat, mit dem man dann weiterziehen kann, um eben wirklich als professioneller Speaker aufzutreten. Ja. Also auf jeden Fall sehr, sehr gut und sehr, sehr beruhigend, gefällt mir. Eine Sache ist mir dann jetzt noch eingefallen und dann machen wir wirklich Schluss, aber die Frage, die brennt halt auch in mein Hirn, weil das Ding ist, ich selber, ich habe ja zwei Themen. Ja, also ich habe ja nicht nur LinkedIn, sondern ich habe ja mein Thema Legasthenie ja auch, ja, weil ich bin ja Legastheniker, gell, und versuche halt aufzuklären, dass Menschen, die Legasthenie haben, nicht dumm sind und keine Analphabeten sind, sondern super Qualitäten haben, ja. Und da ist jetzt meine Frage an dich und das ist dann die letzte Frage, dann machen wir Schluss. Was hältst du von Rednern, die komplett, wie soll ich sagen, also komplett unterschiedliche Dinge haben, worüber sie reden? Weißt du, was ich meine? Also ist das eher positiv, ist es eher negativ? Soll man sich auf ein Pferd sozusagen fokussieren, ja, wenn man dann erfolgreicher wird? Wie siehst du das? Ja, weil bisher hatte ich genau eine Offline-Speak dazu zum Thema Legasthenie, aber keine Ahnung, was sagst du dazu? Also, ja, das ist ein unglaublich zentrales Thema, das du jetzt noch ansprichst. Es gibt eine Studie von TEDx, die TED Talks, kennst du bestimmt auch, ja? Und diese TED Talks, als Corona war, haben die Leute von TED Talks gesagt, lass uns mal eine Studie machen, herausfinden, warum sind eigentlich gewisse Keynotes so unglaublich erfolgreich, was zeichnet die aus, was haben die und warum sind andere nicht so erfolgreich? Ja, warum ist ein Simon Sinek mit seinem Why, der ist da auf die Bühne gestanden, hat seine Keynote gemacht, vorher hat ihn eigentlich fast niemand gekannt und dann hat er Millionen von Aufrufen bekommen, einen riesen Hype und viele andere auch haben das gemacht. Und haben drei wesentliche Faktoren herausgefunden. Einer davon geht genau um das, was du sagst, ist für uns ein ganz zentraler Faktor. Es geht um die sogenannte OSI. OSI steht für One Single Idea. In einer Keynote kannst du nur eine Idee vertreten. Du hast eine Idee, du stellst diese Idee dar und alles, was du nachher sagst, zahlt auf diese Idee ein. Wenn ich auf die Bühne, und du kannst natürlich unterschiedliche Keynotes haben, das kannst du. Wenn ich jetzt mit meiner Keynote auf die Bühne gehe, die hat zum Beispiel einen Titel, in der Kommunikation gilt, Emotion schlägt Information. Ja? Dann ist alles, worüber ich spreche, zahlt am Schluss auf das ein. Ich kann ganz viele Beispiele bringen. Ich bringe dann Martin Luther King mit seinem I have a dream Speech oder was auch immer. Ich bringe dann irgendwelche Top-CEOs von Autokonzernen, mit denen ich gearbeitet habe, die das so gemacht haben. Ich bringe Beispiele aus dem Unternehmen, wo ein Unternehmen uns gesagt hat, ja, wir haben hier 24 neue Werte, die wir unseren Mitarbeitern jetzt beibringen wollen und die sollen nach denen leben und so. Ich habe gesagt, ja, 24, das ist großartig. Hat dran gesagt, nee, es sind nicht 24, es sind 21. Ich habe gesagt, ihr wisst selber nicht, wie viele es sind, aber die Mitarbeiter sollen das dann wissen. Reduzieren wir runter auf drei. Drei, die auf eine Idee einzahlen. Weil wenn du auf die Bühne kommst und sagst, ich bin Experte für Motivation. Und übrigens für Resilienz bin ich auch noch Experte. Und dann spreche ich noch über Change, das kann ich auch noch sehr gut. Und übrigens auf LinkedIn bin ich absolut Experte.
denken die Leute, ja, was ist das jetzt hier? Basar, oder weißt du, du kennst Türkei am Strand, mach den Mantel auf und wollen Sonnenbrille kaufen, Walkman, Laptop, was weiß ich was, gibt alles. Ja. Eine Keynote, eine Idee, one single idea, das ist das, worüber du sprichst. Nur das funktioniert, sonst verlierst du die Leute. Weil du sprichst über etwas, was du seit Jahren kennst, Jahrzehnten, und die anderen haben das noch nie gehört. Und jetzt springst du von dem zu diesem und dann noch ein bisschen das. Ich weiß nicht mehr, wo ich genau sein soll. Also, wenn du zwei Filme gleichzeitig anschaust im Fernsehen, funktioniert nicht. Was du aber machen kannst, ist, du kannst sagen, ich mache noch eine andere Keynote. Ich mache eine Keynote zum Thema Legasthenie. Kannst du machen. Und dann bietest du beides an. Jetzt bucht dich jemand für diese Keynote, dann kannst du darüber sprechen. Aber dann sprichst du nur über das und da bist du nicht Legasthenie-Expertin auf der Bühne, sondern Expertin für Legasthenie. Verstehst du? Also grundsätzlich zum Anfangen, aber würde ich mich für ein Thema entscheiden. Wenn du bekannter bist, kannst du das ein bisschen wechseln auch. Aber zum Starten brauchst du eine Idee, diese one single idea, und alles, das ist ein Fundament. Und alles danach baust du auf diese Idee auf. Der Oberhammer. Der Oberhammer. Super. Großartig. Na, danke Simon, auf jeden Fall. Halte ich für sehr, sehr wichtig. Vor allem, dass hier auch Persönlichkeiten gibt, wie Scanner-Persönlichkeiten. Die haben ja so wie ich 1 Million Interessen und tun sich ein bisschen schwer. Aber das macht auf jeden Fall super viel Sinn. Jetzt lese ich noch die letzten Kommentare durch und dann machen wir Schluss für heute. Aber damit sich jeder gesehen fühlt, ist mal ganz wichtig. Und da schreibt einmal die Dagmar 2 bis 3 Leute Thema ist One Single Idea. Ich weiß ja nicht mehr, bei welchem Abschnitt das war. Tut mir leid, aber es wird schon passen. Dann haben wir wieder einen LinkedIn-User, wo ich den Namen nicht lesen kann. Wow, das mit der Brille wusste ich noch gar nicht. Freue mich sehr auf unseren Start, lieber Simon und Kai. Super cool. Dann haben wir noch einen LinkedIn-User, der schreibt liebe Grüße an euch beiden. Großartiger Talk. Oh, vielen Dank fürs Feedback. Vielen Dank, das freut mich sehr. Und dann schreibt die Malis noch, Christina Matthäus, finde ich auch, liebe Christina, wann bist du vor Ort? Ah, okay, ist wahrscheinlich der LinkedIn-User, den ich nicht lesen kann. Gefällt mir. Ja, super. Also, lieber Simon, alles, was du gesagt hast, war super, super wichtig, super fancy, ja. Dieses Video wird gespeichert für die Ewigkeit, ja, damit du es sich wieder und wieder und wieder anschauen kann. Hast du noch was so zum Abschluss, dass du gerne deiner, meiner, unserer Community noch gerne auf den Weg mitgeben möchtest? Kann zu unserem heutigen Thema sein, na, die Kunst des Public Speaking. Kann aber auch was ganz, ganz anderes sein, das dir genauso am Herzen liegt. Ja, liebe Emily, das ist schön, dass du mich fragst. Das habe ich wirklich, ja. Ich möchte einfach jedem und jeder, die sich mit dem Gedanken trägt, Geld in eine Ausbildung, und es kostet jede Ausbildung viel Geld, manche kosten unglaublich viel Geld, investieren möchte, informiert euch gut. Lasst euch nicht von irgendetwas blenden, weder bei uns noch bei sonst irgendjemandem. Lasst uns von euch von keinen großen Namen blenden. Sprecht mit den Leuten, informiert euch, macht euch ein ehrliches Bild, schreibt euch Fragen auf, die ihr habt, und löchert diese Menschen mit Fragen, was funktioniert wie, was darf ich wo erwarten, was passiert wie. Und dann hört auf euer Gefühl, wo habt ihr ein gutes Gefühl, und dann geht dahin. Und wenn das nicht bei uns ist, ist auch okay, aber ich treffe oft Menschen, die sagen, ich war da, ich habe so viel Geld ausgegeben, ich habe aber eigentlich nichts gelernt. Und ich sage nach ein bisschen oft ab und zu, ja, weißt du, aber ein bisschen Verantwortung hast du selbst auch. Du gibst dein Geld aus, du triffst deine Entscheidung, musst du auch Verantwortung geben, kannst nicht mehr sagen, die sind alle schlecht oder alle nicht gut. Es gibt einfach ein paar, die machen das sehr gut, sind aber nicht unbedingt auf das ausgerichtet, was du jetzt erreichen wolltest. Also frag nach und sag, schau mal, ich möchte das und das machen, das ist mein Ziel. Kann ich dieses Ziel bei euch wirklich erreichen? Wenn die sagen, ja, dann, okay, wie genau macht ihr das? Weil wir machen das mit jedem, jeder, der auf unsere Webseite geht und da diese Knöpfe findet, wo man sich anmelden kann. Wir sprechen mit jedem Interessenten gerne eine halbe Stunde oder eine Stunde völlig kostenlos und informieren ihn darüber und geben ihm auch eine Einschätzung, wie wir das einschätzen, ob er oder sie auf dem Markt eine Chance hat und wenn ja, welche. Und wenn wir das nicht sehen, sagen wir das auch. Und wenn wir das sehen, dann meinen wir das auch so und dann sagen wir das auch. Und da einfach mein Appell an alle, die das machen, schaut euch wirklich um, was es gibt.
Schaut euch, was diese Leute schon gemacht haben. Nicht nur, was sie sagen. Überprüft auch einmal etwas. Es gibt Menschen, die erzählen irgendwelche Dinge. Oh, ich habe das und alles haben wir schon gemacht. So denkst du, ah, okay, gut, da wird ja wohl kein Scheiß erzählen. Doch, oft tun sie das. Ja, das kennen wir doch alle. Also überprüft das, fragt mal nach ein paar Referenzen von Menschen, die das schon gemacht haben. Ja, also das haben wir auch ab und zu. Sag ich, ja, gerne. Du kannst auswählen auf der Liste, kriegst eine Liste, da sind 10 Leute, darfst alle anrufen, wenn du willst. Ich muss niemanden vorher informieren. Du rufst einfach an und bekommst ein ehrliches Feedback von jemandem, der das bei uns gemacht hat. Und das würde ich jedem empfehlen und jeder empfehlen, dass er sich da wirklich Zeit nimmt, das wirklich anschaut und ein bisschen hinterfragt. Großartig, super, lieber Simon. Also in erster Linie echt danke, 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 dass du bei uns warst. Es war wirklich wunderbar. Und danke auch an die liebe Community, alle, die live dabei waren. Ihr wisst, ich liebe euch. Und danke an alle, die das Video nachher schauen. Ihr seid auch großartig. Und ganz, ganz wichtig, gell, wenn ihr mehr wissen wollt, da ist der Simon. Unbedingt folgen, folgen, folgen. Auf YouTube findet ihr die Links in der Videobeschreibung. Und ich sage für heute wieder Baba und bis bald. Und es war wunderbar. Tschüss. Tschüss. Ciao.